In gewohnter Weise, bepackt wie ein Maulesel, startete ich meine Dienstreise nach Algerien. Algier besitzt den größten und wichtigsten Hafen Algeriens, ist das Handelszentrum des Landes und Sitz einer an Bedeutung und Vielseitigkeit ständig zunehmenden Industrie. Eine besonders eindrucksvolle Horizontale ist die über 1500 Meter lange und bis zu 15 Meter Höhe ansteigende Arkadenkonstruktion. Die Moschee der Fischer wurde 1660 für türkische Moslems, die der Hanafitischen Schule, einer der vier nebeneinander bestehenden Schulrichtungen der islamisch-ethischen Wissenschaften, angehörten, erbaut. Ungewöhnlich ist die Turmuhr, die an dem 25 Meter hohen Minarett angebracht ist. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Kechawa-Moschee wurde niedergerissen. An ihrer Stelle wurde 1845 bis 1860 in orientalisierendem Stil die Kathedrale Saint-Philippe errichtet. 1962 wurde die Kirche wieder in eine Moschee umgewandelt. Ganz oben in der Kasbah steht die Safir-Moschee. Beachtenswert ist die zentrale Oktagonalkuppel. Immer wieder interessant ist ein Spaziergang durch die Medina. Hier kann man abseits der großen Boulevards das Leben der einfachen Menschen beobachten. In der Nähe der Küste erstreckt sich der Jardin des Sees, der ab 1832 nach und nach in einem ehemaligen Sumpfgelände angelegt worden ist. Der Bestand an exotischen Pflanzen ist ungewöhnlich groß. Das Hotel war für landesübliche Begriffe sehr gut und natürlich musste ich sofort meine neuen Objektive ausprobieren. Zunächst nur Spielereien, dann aber einige Anwendungsbeispiele. Am Abend beschloss ich, mir die hiesige Musik zu Gemüte zu führen. Allerdings waren meine Ohren nicht imstande, die Disharmonien als schön zu empfinden. Am nächsten Tag wartete ich ziemlich verschlafen auf ein Taxi, das mich in die Stadt bringen sollte. Denn schließlich war der Grund meines Aufenthalts nicht privater, sondern geschäftlicher Natur. Nachdem ich eine Woche hindurch täglich Spitäler besucht und mit diversen Professoren und Ärzten gesprochen hatte, fand ich, dass ich nun eigentlich genug gearbeitet hatte. Kurz entschlossen buchte ich einen Flug nach Tamanrasset. Dieser Ort liegt 2000 Kilometer von Algier in der Zentralsahara nahe dem Hoggar-Gebirge. Hier begann nun mein großes Abenteuer. Der Ausblick aus dem Hotelzimmer war eher trist. Nur ein paar Dromedare belebten das Bild. Der Iharen,
ist eine charakteristische Schlotfüllung. Tektonische Kräfte wölbten zur Tertiärzeit die alte zentralafrikanische paläozoische Tafel weit auf zu den drei Hochgebirgen der Zentral- und Südsahara: Air, Tibesti und Hoggar. In der regenvulkanischen Phase überdeckten gigantische Lavaausbrüche das bisherige Fluss- und Bachlaufsystem und lagerten sich über die Erosionsflächen der alten Tafel, heute die schwarzen, steinigen Hochebenen im Gebirge. Grauschwarze Lava über weiten Ebenen, nacktes, schwarzes Gestein bis in die Gipfelhöhen und eine unglaubliche Einsamkeit stimmen die Hoggar-Landschaft düster, bedrückend und schwermütig. Lavaströme aus den jüngsten geologischen Perioden flossen in die Täler ab, blockierten sie und haben die vielen abflusslosen Becken im Hoggar geschaffen, die sich nur über Steilstufen mit Wasserfällen öffnen. In den Feuchtperioden gibt es dort Gueltas, das sind Wasserlöcher. Ein kleiner Stichweg führte uns zu den Gueltas von Imelaulauen. Der Adauda erhebt sich in einem flachen Tal. Weiter windet sich die Piste in weitem Bogen durch die Steinwüste. Hier machten wir auch eine kleine Pause, um den landesüblichen heißen Pfefferminztee zu trinken, das einzige Getränk, das wirklich den Durst löscht. Dort, gleich neben der Wadzole, fanden wir im Gewirr zusammengewürfelter Granitblöcke mehrere Felsbilder. Ritzzeichnungen, die Tiere und menschliche Figuren im Rundkopfstil darstellen, also aus einer archaischen Kultur, wahrscheinlich aus dem mittleren Neolithikum, oder die man noch vor oder in den Übergang zu der Jäger- und Hirtenkultur einordnen kann, auf alle Fälle ca. 7000 vor Christus. Aber es gibt auch Leben in der Wüste. Steigt man aus dem Auto aus und geht nur 100 Meter weg von der Piste, kann man bereits das rege Kleintierleben auf dem Wüstenboden beobachten, denn immerhin gibt es in der gesamten Sahara etwa 20.000 Insektenarten. Gar nicht selten ist der gelbe Dornschwanz in der Steinwüste ein völlig ungefährlicher Pflanzenfresser. Wir kamen nun zum Akar Akar, 2132 Meter hoch, an dessen Fuß die Piste unmittelbar entlang zieht. Ein Adepni ist ein neolithisches Grabmal. Es handelt sich um primitive Rundgräber, Steinsetzungen in Kreisform, selten höher als 1 Meter, die einzeln oder in Gruppen an meist exponierter Lage in der Landschaft stehen. Mit Erstaunen wird jeder Wüstenreisende feststellen, dass es nur äußerst selten eine vollkommene Wüste gibt und dass man vielmehr überall Wüstenpflanzen antrifft. Es handelt sich hierbei verglichen mit der Flora unserer Breiten nur um eine Kümmerflora, die ihre Fähigkeit, sich auch den ungünstigsten Verhältnissen anzupassen, auf vielfältigste Weise entwickelt hat. Die Wurzeln reichen extrem tief zu noch eben feuchtigkeitsführenden Schichten, Tamarisken zum Beispiel bis 30 Meter, oder sie streben flächig unmittelbar unter der Oberfläche weit in die Breite, drin Gras bis 20 Meter weit nach allen Seiten, oder sie kombinieren beides. Die Pflanze schützt sich äußerlich durch Verkalkung, Verholzung oder Salzkrusten und speichert damit auch die geringste Feuchtigkeit, zusätzlich unterstützt von einer besonderen Ausbildung der Blätter, Lacküberzug, Hart- und Kleinblättrigkeit, stetiges Ausrichten der Blätter senkrecht zur Sonneneinstrahlung, Ausbildung harter Dornen und Konzentration von Bitterstoffen, die als Schutz vor Tierfraß. Wir fuhren nun in eine wüste Granitregion, in der durch Kernsprünge und Abgrusen der Oberflächen eine riesenhafte Granittafel im Zerfall begriffen ist. Unter Abgrusung versteht man Insolation und Hydration, bei der sich das Gestein allmählich in eine Masse einzelner Kristalle auflöst. Knapp 2 Kilometer von der Piste fanden wir mehrere flache Gueltas, frisches grün und blaues Wasser inmitten einer Basaltwüste.
Für bestimmte Gebiete und Aufgaben wird das Kamel voraussichtlich noch lange Zeit oder überhaupt das hauptsächliche Fortbewegungsmittel bleiben. Es handelt sich um das einhöckrige Dromedar aus der Familie der Schwielensohler und Paarhufer mit auffallend dicken Polstern unter den Zehen, nagelartigen kleinen Hufen, gespaltener Oberlippe, Höcker aus fettem Bindegewebe, mehr Kammermagen und einmalig bei Säugern ovalem Blutkörperchen. Bis 650 Kilogramm schwer werden die Tiere, plumpe Lastkamele oder hochbeinige, schlanke Reittiere. Ihre Fähigkeit, bis 17 Tage ohne Wasser auszukommen, erreichen sie dadurch, dass sie ihre Körpertemperatur von 34 bis 40 Grad der Außentemperatur weitgehend angleichen und dadurch den Beginn der Verdunstung verzögern können. Gleichzeitig verliert ein Kamel durch langes Dursten bis 25% seines Körpergewichtes. Es kann pro Tag bis 80 Kilometer zurücklegen, schwer beladen immerhin noch ständig gut 40. Weiter ging es durch eine bizarre Landschaft mit steil aufstrebendem Eruptivgestein in Form gebündelter Felsnadeln. Immer wieder legten wir kurze Rastpausen ein. Am späten Nachmittag erreichten wir die Felsnadel des Suinan, auch Foucault-Spitze genannt. Die Vulkanschlote, die aus dem kristallinen Gestein des Hoggar-Massivs aufragen, zeugen von großen erdgeschichtlichen Umwälzungen. Vor über 2 Millionen Jahren brachen Vulkane aus, bildeten Kegel aus Asche und anderem Schutt, der durch die Eruptionen emporgeschleudert wurde, und füllten die Täler mit Lavaströmen. Als die Vulkane erloschen, verfestigte sich die Lava in den Kraterschlünden. Als die Kegel forterodiert wurden, blieb die härtere Füllung der Krater bestehen und bildete Hügel und Türme, die auch heute noch das Landschaftsbild des Massivs beherrschen. Wir hatten im Auto einen Touareg mitgenommen, der seine Familie besuchen wollte. Als Dank dafür lud er mich in sein Heim ein, das wir nach einer Stunde Fußmarsch erreichten. Die Touareg werden auch die blauen, verschleierten Männer des Hoggar genannt. Sie neigen eher zum Matriarchat als zum Patriarchat. Die Frauen bleiben unverschleiert, die Männer tragen den Litam, den Gesichtsschleier, und eine Version zur Erklärung des Schleiertragens der Männer zeigt die Dominanz der Frauen. Als nämlich die sieggewohnten Krieger von einem Raubzug nach Quagga geschlagen und geschröpft nach Hause kamen, rissen sich ihre enttäuschten Frauen die Gesichtsschleier ab, beschimpften ihre schlappen Männer und verordneten ihnen, um solche schandbaren Gesichter nicht dauernd anschauen zu müssen, den Schleier. Fortan bekam jeder 18-Jährige den Litam, den er bis ans Lebensende trägt. Woher ethnologisch die Sitte der schleiertragenden Männer stammt, ist nach wie vor unklar. Auch den Touareg selbst. Handelt es sich um die notwendige Tarnung bei Räubereien oder einfach um Schutz der Atmungsorgane vor Wind und Sand, weshalb denn nur bei Männern? Oder spielen hier magische Kräfte wie die Tod-Leben-Mystik eine Rolle, wenn man das Ausatmen der Seele oder das Einatmen böser Geister verhindern will? Die Zelte der Touareg bestehen aus zusammengenähten Ziegenhäuten. Nach diesem interessanten Abstecher fuhren wir weiter zur Passhöhe des Assekrem, 2600 Meter hoch. Auf einem steilen Zickzackweg steigt man in 20 Minuten auf zur Klause des Pater Foucault. Er wurde 1858 in Straßburg geboren, war zuerst Offizier, wurde, nachdem er die Armee verlassen hatte, für 4 Jahre Trappistenpater, kehrte dem Orden den Rücken und studierte in Rom Theologie, ging dann nach Afrika und in die Sahara ins Hoggargebirge zu den Touareg. In Tamanrasset erbaute er eine kleine Einsiedelei, lebte im Wechsel dort und auf dem Assekrem, erlernte und beherrschte bald die Touareg-Sprache Tamasek und ihre Schrift Tifinak, sammelte ihre Lieder, Sagen und Gedichte, übersetzte die Bibel und schrieb eine Grammatik und Wörterbuch des Tamasek. Er betreute Kranke, sorgte für Impfungen und andere hygienische Maßnahmen, veranlasste Pflanzungen, Brunnenbau und so weiter und stand bei den Touareg im Ansehen eines Marabus, also eines Heiligen.
Die französische Kolonialverwaltung versorgte er mit meist militärischen Lageberichten. Im Ersten Weltkrieg, als islamische Senussi den Fremdenhass zum Widerstand auch gegen die französischen Sahara-Truppen auszunutzen versuchten, hielten sich allein die Tuareg des Hoggar einem allgemeinen aufflackernden Aufstand fern. Das hatte Frankreich allein dem Wirken und dem Einfluss Pater Foucaults zu verdanken. Eine Senussi-Patrouille erschoss 1916 den Pater. Kurz danach erschien General Lapérine in Tamanrasset und rettete die Situation. Foucaults asketischer Lebensweise entsprach es, hier auf dem Assicrem eine Klause zu errichten, um Gott so nahe wie möglich die menschliche Existenz zu erfahren. An einer vom französischen Touring-Club aufgestellten Panoramatafel kann man sich orientieren. Die Nacht verbrachte ich sehr gemütlich auf einem Matratzenlager. Am nächsten Tag ging es weiter zum Illamane, den die Tuareg als den schönsten Berg des Hoggar bezeichnen. Man fährt unmittelbar am Fuße des Vulkankegels entlang. In der Ferne sahen wir das Massiv des Taissa aus rotfarbenem Granit. Eine relativ hohe Vegetationsdichte schafft in dieser Gegend für einige Tuareg-Familien Lebensmöglichkeiten. Durch Erosion entstandene Skulpturen. Schulbücher über die Sahara kommen vom Schema der großen Wüste nicht los. Da spukt es von haushohen Dünen, in denen verirrte Kamelkarawanen umkommen, von Palmen und Oasen, die zugeweht werden, und von sengender Hitze, in der es nirgendwo Kühle und Feuchtigkeit gibt. Es gibt diese großen Dünengebiete, aber nur ein Siebentel der Oberfläche der Sahara wird von ihnen bedeckt. Alles andere sind Felsblock, Schotter, Staub oder Steppenwüsten. Das abwechslungsreiche Bild wurde, von Wasser und Winden geformt, zu einer zerschrundenen, rissigen und deshalb so unerhört interessanten Oberfläche, die nur ganz selten tischeben oder vollkommen flach ist. Natürlich kann die Sahara auch gefährlich werden. Motorschaden ohne genügend Proviant und Wasser mitzuhaben bedeutet das Ende, sofern man nicht das Glück hat, dass zufälligerweise jemand vorbeikommt. Die Sahara ist nicht immer in denselben Maßen Wüste gewesen wie heute. Im Laufe der letzten 2 Millionen Jahre haben mehrmals Epochen noch größerer Aridität mit solchen abgewechselt, in denen die Sahara relativ grün war. Wo heute ausgetrocknete Abflussrinnen sind, strömten einst Flüsse. In weiten Senken, die heute völlig öde und leer sind, standen einst von Grasland und Bäumen umgebene Seen, von denen manche sehr groß waren. Wildtiere fanden reichlich Nahrung in der grünen Sahara und noch bis ins 6. Jahrtausend vor Christus lebten dort Menschen besser als die heutigen genügsamen Kamelnomaden. Sie hinterließen anschauliche Darstellungen der klimatischen und ökologischen Veränderungen in der Sahara in Form von vielen tausend Felsmalereien und Gravuren, die man heute noch in den Gebirgen betrachten kann. Vor der ärgsten Mittagshitze flüchteten wir in den Schatten einer Akazie. Es ist herrlich, hier zu liegen, zu träumen und die Weite der Wüste auf sich wirken zu lassen. In dieser Landschaft wird man sich der Unzulänglichkeit und Winzigkeit des menschlichen Individuums bewusst. Leben allerdings existiert überall. Die genialste Erfindung der Wüstenmenschen ist die Gerber. Das ist ein in einem Stück abgehäutetes Ziegenfell, innen verpicht und an den Öffnungen des Leibes und der Beine abgebunden. Durch die Halsöffnung
füllt man etwa 20 bis 25 Liter Wasser ein, das, da die Lederhaut leicht wasserdurchlässig ist, an der Gerberoberfläche ständig verdunstet und den Inhalt relativ kühl hält. Zwar hat Gerberwasser eine dunkle Teefarbe, schmeckt nach Verpichung und ranziger Butter, weil man das Fell mit Butter geschmeidig gemacht hat, aber es ist kühles Wasser. Bei 60 Grad Hitze mundet es ausgezeichnet, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Vor Taman Raset beginnt eine pudrig-weiße Sandwüste. Noch einmal ein Überblick über unsere Rundreise. Taman Raset hat ungefähr 5000 Einwohner und ist der Hauptort der Tuareg. Seit 1962 entwickelt sich der Ort mehr und mehr zur Stadt. Es gibt hier auch ein gutes Hotel. Planmäßig sollte ich am nächsten Tag nach Algier zurückfliegen. Das Flugzeug konnte jedoch wegen eines Sandsturmes nicht landen. Der Sturm dauerte den ganzen Tag und trotz geschlossener Türen und Fenster war alles im Zimmer voller Sand. Wieder einen Tag später funktionierte dann aber alles bestens. Bei Insala gibt es haushohe Sanddünen, leider sieht man sie aus dem Flugzeug nur undeutlich. In Taman Raset hatte ich einen sehr netten Angestellten der Air Algerie kennengelernt, der mich zu sich nach Hause einlud. Die nächsten zwei Tage verbrachte ich dort als Gast der Familie. Natürlich muss man in Nordafrika auch Ausgrabungen besichtigen. Kbor Rumia ist das wahrscheinlich unbenutzt gebliebene Mausoleum eines numidischen Königs, nach jüngsten Forschungen im 2. Jahrhundert vor Christus erbaut. Das Bauwerk besteht aus einem zylindrischen Unterbau und einem Oberbau in Form eines Kegelstumpfes. Auf der Weiterfahrt nach Tipaza kreuzte eine Schildkröte unseren Weg. Tipaza geht auf einen phönikischen Handelsplatz zurück, der im 1. Jahrhundert nach Christus römische Kolonie wurde. Zur Zeit der Eroberung durch die Araber war Tipaza völlig verfallen und unbewohnt. Hier besichtigte ich das Amphitheater, verschiedene Tempel, die öffentlichen Thermen und die privaten Thermen. Das kleine Theater, das nicht am Hang erbaut ist, sondern auf ebenem Grund auf Gewölben hochgezogen. Es bot Platz für rund 3000 Zuschauer. 1847 wurden die Quader der Sitzreihen für den Bau eines Krankenhauses abgetragen. Erhalten sind nur mehr die Grundmauern und mehrere untere Sitzreihen sowie mächtige Fundamente und Bogenansätze der Wölbungen für die Sitzreihen. Auf einem Felsgipfel in 124 Meter Höhe erhebt sich die Basilika Notre-Dame d'Afrique. Die in neobyzantinischem Stil gehaltene Wallfahrtskirche wurde 1858 bis 1872 erbaut. Von der Höhe aus hat man einen hervorragenden Blick auf die Bucht von Algier und die Stadt. Nach diesen letzten Besichtigungen hieß es dann Abschied nehmen von meinen Gastgebern, die sich natürlich nicht nehmen ließen, mich auch noch zum Flughafen zu bringen. Der Flug verlief sehr angenehm und ich landete wieder wohlbehalten in Wien.